Willkommen zu meinen Neuzugängen des Monats Januar. Diesmal habe ich das Video wieder in zwei Teile gesplittet, einmal in Bücher und in Manga, deswegen seht ihr jetzt nur meine Buchneuzugänge hier. Aber das reicht auch, denke ich. Und zwar fangen wir mit einer kompletten, naja, nicht kompletten Reihe, aber mehrere Teile einer Reihe an, die ich alle, ja, gebraucht günstig bekommen habe. Und zwar geht es um Gregs Tagebuch. Da habe ich Band 2 bis 10. Genau. Wobei ich Band 3 bis 10 in ein gebrauchtwaren Kaufhaus bekommen habe. Und Band 2 hatte ich mir dann nochmal gebraucht besorgt, weil ich Band 1 nämlich nur hier hatte und gelesen hatte. Und jetzt habe ich die Reihe Band 2 bis 10 hier. Wenn ihr nicht wisst, worum es in Gregs Tagebuch geht. Das ist eigentlich ein Tagebuch von Rickard. Aber das Besondere daran, das ist halt ja, teils gezeichnet und teils geschrieben. Ich kann euch mal so einen Ausschnitt davon zeigen. Und so geht es halt über die ganzen Bände. Das sind eigentlich immer lustige Episoden aus Gregs Leben als Schüler, als, naja, zusammen mit seinen Freunden, zusammen mit seinem Bruder, mit seinen Eltern und so weiter. Es ist sehr unterhaltsam, sehr kurzweilig. Genau, und ich hatte damals den ersten Band gelesen, hat mir sehr gut gefallen. Ich wollte die Reihe fortsetzen, habe dann festgestellt, dass sie unendlich viele viele Bände hat. Und jetzt, wo ich halt, ja, 8 Bände sozusagen auf einen Schlag bekommen habe, habe ich gedacht, greife ich zu und besorge mir die. Das war auch schon die Hälfte meiner Neuzugänge. Und dann habe ich aber noch, also im gleichen gebrauchtwaren Kaufhaus, habe ich vorhin einen kleinen Band geholt, und zwar Nathan der Weise von Lessing. In dieser lustigen kleinen Weltbild-Hardcover-Ausgabe, die ist so mit Bändchen und Goldschnitt und so. Da gibt es verschiedene Klassiker, die so rausgekommen sind. Fand ich eigentlich ganz lustig. Ich selber habe Nathan der Weise noch nicht gelesen. Keine Ahnung, ist halt ein Klassiker, wie mir der so gefällt. Ja, aber weil es halt nicht viel kostet, nehme ich den auch mit. Dann habe ich noch eine Reaver oder Medimops, ich glaube Medimops-Bestellung war es gewesen. Und da war halt ein Buch, das quasi da war, was ich auf meinen Kaufalarm sozusagen gesetzt hatte. Und zwar ein weiteres Drachenlanze-Buch, und zwar Die Gefangene, die junge Drachenlanze 2 von Margaret Weiss. Der zweite Band der Trilogie, die auch halt komplett im Deutschen erschienen ist, aber Band 2 und Band 3 sind mittlerweile sehr, sehr schwer zu kriegen. Die sind auch ja, schon von einer ganzen Weile erschienen. Ja, 2007. Geht sogar noch. Ich habe die Trilogie komplett auf Englisch. Aber ich sammle mir halt, wenn ich die deutschen Ausgaben günstig finde, auch noch die deutschen Taschenbücher zusammen, weil ich halt fast alle Drachenlanze Bücher besitze, die irgendwie erschienen sind. Deshalb das nur für meine Sammlung. Es landet auch nicht auf dem Sub. Dann ein Buch, was neu erschienen ist im Dezember, glaube ich. Beziehungsweise die deutsche Hardcover-Ausgabe ist eigentlich im Januar schon erschienen. Ich war ganz erstaunt. Ich dachte, das dauert noch für lange. Und als ich dann gesehen habe, gesagt, ah, komm, jetzt muss ich das auf jeden Fall kaufen und lesen. Das war tatsächlich einer der wenigen Bücher, die ich neu gekauft habe. Nicht zu sagen, das einzige. Genau, Hardstopper Band 5. Was soll ich dazu sagen von Alice Oseman? Habe ich auch schon gelesen. Könnt ihr dann im diesem Monat meine Kommentare dazu angucken. Und ja, es soll, glaube ich, noch ein Band geben und dann ist die Reihe abgeschlossen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Also Hardstopper geht halt um einen, eigentlich um zwei schwule Junge, Jugendliche, beziehungsweise Nick ist, glaube ich, bi und Charlie ist schwul, die sich halt ineinander verlieben. Man hatte so ein bisschen Schulsetting und Coming of Age und eine sehr knuffige Liebesgeschichte, und das ist sehr herzerwärmend. Kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Und dann habe ich noch auch eine reine Fortsetzung gekauft, beziehungsweise habe ich sogar zwei Bände, aber ich habe nur einen hier, weil der zweite noch nicht angekommen ist. Und zwar habe ich mir von Rick Riordan The Trials of Apollo Band 3 und Band 2 gekauft. Weil ich die Reihe ja gerne fortsetzen möchte. Ich habe den ersten Band letztes Jahr gelesen und brauche jetzt die nächsten Bände, um die Reihe fortzusetzen. Soll ich das so sagen? Also bei Trials of Apollo geht es natürlich mal wieder um griechische Mythologie. Und zwar um Apollo, der aus Gründen als Strafe sozusagen als Mensch auf die Erde geschickt wird und dann halt so als Mensch überleben muss. Und am Anfang kommt er so gar nicht damit klar, weil er ja eigentlich ein Gott ist.
Ist wieder sehr ganz lustig. Ist wieder ganz lustig. Man trifft auch alte Bekannte wieder. Man kommt bei Camp Half-Blood vorbei. Ja, würde ich auf jeden Fall auch noch zu Ende lesen, die Reihe. Also es ist jetzt Baseplay wahrscheinlich. Also nach dem ersten Band wäre es noch nicht meine liebste Reihe von New Grey Jordan, aber mal schauen, wie das noch so wird. Und dann habe ich mir noch zwei Sachbücher besorgt. Und zwar hatte ich schon angefangen hatte zu lesen, zwar hatte ich die aus der Bibliothek ausgeliehen, musste sie halt dann irgendwann doch mal wieder zurückgeben. Und zwar haben wir zum einen Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez. Ja, wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert. Da hatte ich auch schon reingelesen, also damals halt, als ich das ausgeliehen hatte, aber nicht sehr weit. Fand es aber so gut, dass ich sagte, das muss ich halt auch haben. Es lässt sich sehr flüssig lesen. Es geht eigentlich einfach darum, dass halt bei Datenerhebungen, Statistiken früher und wahrscheinlich immer noch größtenteils halt Männer ja, zu den ja, Testobjekten gehörten und Frauen halt irgendwie außen vor gelassen wurden. Was auch nicht unbedingt gute Konsequenzen hatte oder hat immer noch, also bei so Medikamentenstudien etc. Dann habe ich noch ein Sachbuch, auch das hatte ich mir da so dick ausgeliehen, und zwar 3 Grad mehr, ein Blick in die drohende Heißzeit und wie uns die Natur helfen kann, sie zu verhindern, von Klaus Wiegand als Herausgeber und diversen Autoren. Auch da war ich relativ weit gekommen, ich glaube auf Seite 120 oder sowas. Musste das aber auch wieder zurückgeben und ich möchte das jetzt nicht immer wieder ausleihen. Weil ich halt die Sachbücher sehr langsam lese. Also das ist auch, das ist halt wirklich, da sind zwar auch ein paar Bilder und Statistiken drin, aber das liest sich auch wie ein Sachbuch. Das ist jetzt keine locker flockige Erzählstil, sondern schon mehr so sachbuchmäßig. Aber nichtsdestotrotz, ja, interessiert mich das halt immer noch. Da geht es halt um Klimawandel. Ich weiß nicht, ob das bei allen angekommen ist, aber ja. Und dann habe ich noch ein weiteres Schnäppchen im Gebraucht war ein Kaufhaus vor Ort gekauft. Und zwar folgendes Buch. Stadt ohne Wind oder Die Stadt ohne Wind, Akkas Reise von Eleonore de Villepoix. Ich habe keine Ahnung, es ist, glaube ich, ein französischer Autor. Ich kann kein Französisch. Was, glaube ich, mal so eine Middle Grade Fantasy-Reihe. Und ich habe da schon Gutes von gehört und die war auch irgendwo auf meiner Wunschliste. Und habe ich es halt da gesehen. Da habe ich gesagt, ah, für 2 Euro. Nimm sie mit, ist auch sehr gut vom Zustand her. Ja, kann man sich jetzt nicht beklagen. Ist auch relativ dick. 550 Seiten. Gar nicht mal so. Ja, das war tatsächlich von meinen Bücherneuzugängen. War jetzt doch schneller als gedacht, weil ich ja vor allen Dingen alles von einer Reihe da irgendwie besorgt habe. Genau, also ein Buch erwarte ich noch, The Trials of Apollo, aber so lange wollte ich mit dem Video nicht warten, deswegen habe ich das jetzt schon gedreht. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche der Bücher ihr davon schon gelesen habt und wie ihr die fandet. Und sagt mir vor allen Dingen mal, wenn ihr Gregs Tagebuch lest oder gelesen habt, bleibt die Reihe gut? Lohnt sich das, alle 17 Bände oder wie viel die mittlerweile hat, zu lesen? Oder sagt ihr, ach, ab Band 9 kannst du es auch lassen oder wie auch immer? Sagt mir auch bitte, wie Nathan der Weise war, falls ihr es schon gelesen habt. Bestimmt muss das der eine oder andere in der Schule lesen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video.